Na, dann komm mal rein. Vor ungefähr 10 Jahren habe ich mal eine alte Kamera mitgebracht, habe die in den Schrank gestellt, dann habe ich noch eine mitgebracht und dann brachte ein anderer noch eine mit und im Nu war der Schrank plötzlich voll. Ja, und was nun? Naja, und dann sind wir hier umgezogen in dieses Domizil hier und dann wurde der Schrank noch voller und immer voller und dann haben wir überlegt, naja, dann müssen wir ein paar Vitrinen kaufen. Naja, und dann haben wir uns Vitrinen zugelegt und dann haben wir die ausgestaltet und dann waren die auch im Nu wieder voll, haben wir noch mehr Vitrinen gekauft und als wir dann so 5, 6 Stück hatten, haben wir gesagt, na, nun können wir auch ein Museum machen. Hier gibt es alles zu sehen, was die Sporttaucher so seit 1954, no, sogar seit 1950 benutzt haben, um ihren Kopf unter Wasser stecken zu können. Und da es damals kaum was gab im Laden und die Sporttaucherei ja noch in den Kinderschuhen steckte, wurde alles zum größten Teil selbst gebaut. Und diese Exponate, die haben wir hier gesammelt. Nee, wir haben schon ganz schön gebaut. Und erst konstruiert, gezeichnet, gebaut. Dann jemand finden, der dir behilflich ist, einen guten Mechaniker finden, der dir Drehteile herstellt, einen guten Glaser finden, der dir die ganzen Glassachen herstellt, Prismen, Frontscheiben, Umlenkspiegel und so weiter. Na und dann hat es angefangen. Es gab natürlich auch viele Rückschläge. Ne? Dann kam dazu, dass du ja Licht unter Wasser brauchtest, also brauchtest du zunächst einmal Blitze, also fingen die Elektroniker an, Elektronenblitze zu bauen, die haben wir hier auch alle ausgestellt und so hat sich das immer weiterentwickelt, bis die Industrie dann wach wurde und auch ungeheuer gebaut hat. Naja, und dann war der große Wettlauf eben zwischen Industrie und Eigenbau. Der Eigenbau hat bei uns überwogen, weil erstens nicht so viel hergestellt wurde, zweitens, weil es sehr teuer war. Der Eigenbau war immer noch billiger. Mühsam, aber billiger. Und hat auch sehr gut funktioniert. Ne? Die ganzen Lungenautomaten, die wir gebaut haben, da hat nichts versagt. Heute versagt mehr. So, also das haben wir wieder. Dahin, wo es hingehört. Was ist das für ein Gerät? Und das ist ein normales Druckluftgerät, Medi. Das ist ganz normales Druckluftgerät. Mit einer 6 Liter Flasche. So. Wir müssen Stuhl haben zum Aufsteigen. Das war der 4. Platz.